Und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask Part 30. Wie immer, Let's Play mit und von mir, dem Xerox. Und ja, im letzten Part sind wir der Schädelküste angekommen, haben einen stark verletzten Sora gefunden und aufgrund meiner Inkompetenz konnten wir ihn aber im letzten Part nicht retten. Und das wollen wir natürlich jetzt sofort nachholen. Wir schwimmen wieder auf den Guten zu. Und ja, versuchen mal wieder unser Glück. Vielleicht klappt es ja diesmal. Ach, da steht Aktion. Oh, da hätte ich das ja beim letzten Mal lange probieren können. Moment. Aktion. Ah! Okay, wir können ihn also wie einen Stein im Prinzip hin und her schieben. Moment, geht das dann auch nach hinten? Lol, wir können ihn sogar zurückziehen. Ja, okay. Aber wir wollen ihn natürlich ans rettende Ufer bringen, obwohl ein Sora ist doch eher, ja, wasserlebig. Ist es dann nicht schlecht, wenn wir ihn jetzt an Land bringen? Zack. Naja, hier können wir ihn auf jeden Fall besser verarzten. Hey, du darfst dich jetzt nicht überanstrengen. Aber der sieht geil aus mit den ganzen Tattoos und so. Und seinem Schmuck und seinem Riemen. Aber der sieht echt nicht gut aus, ey. Komm jetzt, überanstreng dich doch nicht. Wir können dir vielleicht noch helfen. Wir können wieder Kuma und Kotake ein bisschen Medizin klauen gehen. Hallo, hörst du uns überhaupt zu? Nein. Nichts wie hinterher. Sora. Soras sind doch so cool. Hallo. Ich bin Mikao vom Volk der Sora, Gitarrist in einer Sora-Band. Ich glaube, dies sind meine letzten Worte. Willst du mir zuhören? Auf jeden Fall. Also, hör mal, aber wir können dir vielleicht noch helfen. Eins, zwei, drei. Oh, Baby, hör mir zu. Bald beginnt der Karneval. Alle warten auf unseren Auftritt. Aber dann hat unsere Sängerin plötzlich diese merkwürdigen Eier gelegt. Und dann hat auch noch ihre Stimme verloren. Oh, muss ich das jetzt alles vorsingen? Da habe ich eigentlich weniger Lust drauf. Aber ich probiere es einfach, komm. Wow, der Schädelbruch geht eigenartige Dinge vor. Eigenartige Dinge. Oh, Baby, hör mir zu, ich will nicht betteln. Gerudo-Piraten, sie haben die Eier gestohlen. Ich wollte die Piraten aufhalten, aber dann haben sie mich aufgehalten. Zack. Der spielt ja immer die gleichen Akkorde. Baby, muss ich nun sterben? Selbst wenn es so ist, finde ich keinen Frieden, keinen Frieden. Bitte jemand muss die Eier retten, bevor die Piraten sie finden. Oh bitte, will denn niemand meine Seele heilen? Das war alles. Ja klar, du hättest dir deine Kräfte lieber aufsparen sollen, du Trottel. Jetzt hast du deine letzten Reserven verbraucht und wirst hier verenden. Aber wir können deine Seele heilen. Zack. Ja, so. Hoffentlich hilft das. Der arme Mikao. Oh. Seine Seele, sie irrt in der Dunkelheit. Findet keine Ruhe. Doch das Lied der Befreiung hallt und wird lauter. Sein Verstand kommt wieder zu Sinn. Er findet seine Liebste. Steht ihr gegenüber. Und kann seine letzten Sorgen
und Zweifel von sich werfen. Mit seinen schönen Erinnerungen, seinen Freunden wird er ins Jenseits übergehen. Und uns die Maske hinterlassen. Yay! Dankeschön! Zack! Och, der arme Mikau. Du hast die Sora-Schuppen erhalten. Der Geist eines legendären Gitarristen hat sich in dieser Maske manifestiert. Drücke C, um den Körper eines Soras zu schlüpfen. Drücke nochmals C, um dich wieder zurückzuverwandeln. Schreib dieses Abschiedslied auf meinen Grabstein. Bitte, helf diesem Mädchen. Werden wir. Wir werden in deinem Namen alles wieder gerade rücken. Wir werden deinen letzten Willen erfüllen. Mikau, nur weil du ihr helfen wolltest, bist du gestorben. Alles nur wegen diesem Horror-Kid, weil er alles durcheinander gebracht hat. Oh. Zack! Aber wir haben jetzt eine der geilsten Masken überhaupt. Die Sora-Schuppen. So cool. Zack! Und ich würde sagen, wir wollen natürlich direkt mal ausprobieren, was wir denn jetzt so alles können. Boah, diese Augen und diese Vampirzähne. Zumindest sieht es ein klein wenig nach Vampirzähnen aus. Zack! Jo! Und ja, wir sind im Prinzip Sora, sehen zwar nicht ganz so cool aus wie Mikau, aber immerhin, Sora ist Sora. Und wir haben immerhin noch die grüne, markante Link-Rüstung. Zack! Ein großes Schild, bumerangartige, ja, oder doppelbumerangartige Scheren hier. Keine Ahnung, wie man das nennt. Flossen, Scheren, whatever. Und natürlich können wir unter Wasser uns jetzt ziemlich gut fortbewegen, tauchen. Oder halt auch laufen unter Wasser. Zack! Das sind alles Fertigkeiten der Sora. So, hier nochmal hoch. Wir wollen natürlich auch ein bisschen schwimmen. Richtig geil. Yay, eine Schraube! Und wir können sogar wie ein Delfin, zack, übers Wasser gleiten. Yay! Und eine der stärksten Attacken ist, unter Wasser zu blocken, denn dann haben wir so ein magisches Schild. Und das kann wirklich, ja, fast jeden Gegner plätten. Von daher richtig geil. Zack! Flutsch! Flutsch! So, aber wir haben natürlich jetzt auch wieder einige Missionen. Wir sollen die Eier retten. Gerudo-Piraten. Wir haben kaum Anhaltspunkte. Usch. Ja, ich würde erstmal sagen, gehen wir in dieses Haus. Wobei, ich wollte doch eigentlich noch Pfeil und Bogen für die Karte. Vielleicht finden wir hier irgendwo was. Hier sind ja ein paar kleine Steinchen. Steinchen? So. Ey, geh mal weg, du Stinker. Zack. Wir können Karate. Was kannst du? Ah, sterben. Angenehm. Ciao. So, aber jetzt hoffen wir mal auf ein paar Pfeile. Zack. Komm schon. Oh. Na super. Ja, okay, gegen den Baum wird wahrscheinlich nichts nützen. Haben wir hier vielleicht noch irgendwo was? Zack! Hier, ah, das sieht doch gut aus. Zack! Und weg damit. Moment, wir verwandeln uns einmal kurz zurück, denn als Link können wir das hier schneller mit unserer mächtigen Schmörgelklinge zerstören. Zack! Ach komm, ich will doch nur ein paar Pfeile. Ist das denn zu viel verlangt? Anscheinend ja. Anscheinend ja. Gut, gehen wir mal kurz in dieses Haus. Vielleicht kann man uns hier weiterhelfen. Hallöchen! Die Fischerhütte, ah! Oh, ein Seepferdchen, wie süß! Hilf mir! Bitte bring mich in die Gewässernahe des Nadelfelsens! Interessiert dich dieser Fisch? Das ist ein sehr seltener Fisch, man nennt ihn Seepferdchen! Ich habe ihn in der Nähe des Nadelfelsens gefangen, da er, wie gesagt, sehr selten ist, dachte ich daran, ihn am Karneval zu verkaufen. Doch wenn du willst, kannst du ihn haben. Unter einer Bedingung. Hast du ein Bild von einem der weiblichen Piraten? Nö, selbst wenn ich eins hätte, würde ich es dir bestimmt nicht geben. Das würde ich selber haben wollen. Zack. Wir haben
Du kannst einen Dekostab haben. Zack, hier. Bitte. Flutsch. Was ist das? Naja, vielleicht hast du doch keines. Doch, wir haben 20 Stück, aber du kriegst kein einziges. Zwar habe ich ein Bild eines weiblichen Piraten, aber es ist völlig unscharf. Ausgerechnet das Gesicht ist nicht zu erkennen. Ich will nur einen guten Schnappschuss einer Piratin. Egal ob Wache oder Kriegerin. Kannst du mir nicht helfen? Aber die Wachen sehen doch doof aus. Die sehen ja fast männlich aus. Ah, da hast du doch ein Bild einer Kriegerin. Das sieht doch gut aus. Zack. So. Nee, obwohl ist das nicht direkt sogar die Chefin? Wo hast du das denn her? Naja, egal. Wir wollen wieder mit... Ach so, das Seepferdchen möchte gerettet werden. Und der will dafür so ein Bild. Naja, mal schauen. Vielleicht geben wir ihm doch eines von unserer Sammlung ab. Mal schauen. So, in diesem kleinen Häuschen können wir noch nicht viel ausrichten, da uns da noch ein kleines Item für fehlt. Aber ich möchte doch jetzt unbedingt so einen Pfeil haben. Gib uns mal einen. Zack. Haha, niemand kann unserer Schmörgelklinge standhalten. Zack. Oh, ist denn ein Pfeil zu viel verlangt? Ich will doch nur diese doofe Karte von Tingle. Wir kommen so nicht dran. Komm, Pfeil. Oh, 20 Rubine. Unter normalen Umständen würde ich mich darüber ja freuen, aber... Oh, das gibt's doch nicht. So, letzter Stein, letzte Chance, ansonsten gibt's keine Karte. Zack. Ich meine, wir könnten uns natürlich auch kurz zur Unruhestadt porten und wieder hier ins Zurück. Wir haben die Eulenstatue aktiviert, aber da bin ich mir doch gerade ein bisschen zu fein für. Gut, dann holen wir uns die Karte ein andermal und ich würde sagen, wir gehen nochmal in dieses hakenförmige Gebäude. Zack, und gucken mal, ob uns dort vielleicht noch jemand irgendetwas über Sora-Eier sagen kann. Zack. So. Und dann wollen wir natürlich auch immer noch die Frau finden. Also die Sora-Frau, dessen Eier geklaut wurden. Klingt nach einer Menge Arbeit. Zack. Jo. Ja, wir hätten jetzt eigentlich auch als Sora rüberschwimmen können. Wäre, glaube ich, am Ende schneller gewesen. Aber hier erst einmal hoch. Zack. Und auch wieder die Leiter hinauf. Obwohl, kommen wir vielleicht sogar mit den Sora-Schuppen da dran. Also, ja, ihr wisst ja, was ich meine. Den Sora-Doppelbumerang. Zack. So, einmal noch zurückverwandeln. Oh. Jetzt können wir nicht mehr lesen, wie hier wohnen. Egal. Zack. Ah! Ziemlich gruselig, aber auch ziemlich geil. So, komm mal her. Tingeltangel. Komm, das muss doch klappen. Zack. Die fliegen echt einen coolen Bogen, aber leider nicht getroffen. Zack. Okay, mal ein bisschen tiefer schießen, denn die gehen... Ja, die ziehen schon ein bisschen stark nach oben. So, vielleicht trifft das. Ne, auch zu kurz. Ist momentan kein Rankommen. Ich würde sagen, wir gehen mal hier rein. Martimes Forschungslabor. Ach, der Froschaugenfresser aus Ocarina of Time. Gut, was haben wir denn sonst noch hier? Ein Aquarium mit Fischen. Ziemlich skurrile Sachen. Oh. Oh, und diese Musik. Ah, wir haben hier sogar eine Uhr. Was sagt denn die Uhr? Ach, Mittag. Cool. Hallöchen, kleiner Mann. Wow. Endlich du gekommen bist. Gewartet, ich habe auf dich. Wo sind die Eier? 7 an der Zahl es sind. Rasch ins Aquarium, sie lege. Okay. Also müssen wir anscheinend 7 Stück hier hinbringen. Aber woher weißt du, dass die... Ich frag einfach gar nicht. Alter. Können wir die Waffe uns ausleihen? Anscheinend nicht. Wir haben sowieso was viel Besseres. Wir haben die Schmörgelklinge. Gut. Und... Ja... Viel weiter wurde uns denn auch nicht geholfen. Wo ist denn diese Gerudo-Festung? Ja, okay, ich weiß natürlich eigentlich, dass sie dort hinten ist. Und ich würde sagen, wir machen uns auch dorthin auf. Nur vorher will ich unbedingt diese Karte.
Und ich denke mal, ich werde mir nachher offscreen ein paar Pfeile besorgen. Und dann können wir uns im nächsten Part direkt von Tingle hier die Karte holen. Und dann geht es auf zur der Gerudo-Festung, die nämlich in diese Richtung liegt. Ja. Also, würde ich sagen, bis zum nächsten Part erstmal. Ciao!